Ja, herzlich willkommen in Berlin-Mitte, hier beim Cosmo Hotel am Spittelmarkt. Da war ich 4 Tage zu Gast und ich nehme euch jetzt einmal mit ins Hotel. Das ist einmal die Lobby mit sehr bequemen Sesseln, muss ich sagen. Zudem gibt es hier kostenloses WLAN und die Musik hat mir ganz gut gefallen. Die ist extra gekauft sozusagen, also sie wurde vorher von GZ zusammengemischt und je nach Witterungslage oder Tageszeit oder Wochentag läuft hier unterschiedliche Musik. Das ist einmal der Barbereich und da hinten, wie ihr seht, gibt es auch noch Plätze zum Sitzen und unten befindet sich der Speisesaal sozusagen. Das ist einmal der Kochbereich bzw. die Küche, aber das war gerade am Ende des Frühstücks, wo ich das Video gedreht habe und ja, zum Mittag ist hier mehr los bzw. auch abends. Und nun geht es einmal auf den Weg zu meinem Zimmer. Jetzt nehme ich euch mal einmal mit in mein Zimmer, hier im Cosmo Hotel in Berlin Mitte, Zimmer 709. Wunderbares, sehr bequemes, weiches Bett. Ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen. Mein Office-Bereich habe ich mir auch schon eingerichtet. Zusätzlich hängt hier ein Flatscreen. Man kann bequem vom Bett aus Fernsehen gucken. Arbeitsplatz eingerichtet. Ich gehe jetzt einmal hier an die Seite in die Ecke. Hier hat man einen schönen Platz zum Relaxen und kann hier schön hinausgucken. Zurück hier haben wir einmal eine Tür, können wir rausgehen. Und sind quasi direkt in Berlin-Mitte. Trotz dessen hier so viel Verkehr ist und wie mir gerade gesagt wurde, es kann 60.000 Autos pro Tag durchfahren. Es ist im Zimmer sehr leise und ich habe davon an sich nichts mitbekommen, nichts gehört. Und was erwartet man eigentlich auch, wenn man direkt in Berlin-Mitte wohnen möchte? Da fahren halt immer Autos. Riesiger Balkon hier oben. Das Einzige, was fehlt, ist oder sind Stühle. Das Gute allerdings an der zentralen Lage, wir haben hier direkt eine U-Bahn-Station vor der Tür und damit kommt man sehr schnell überall hin und her. Gehen wir mal weiter durchs Zimmer. Hier haben wir einen Schrank mit Essen und Minibar, worauf viel Geld gelegt ist, was man hier auch sieht. Es sind einheimischer Schnaps quasi und einheimischer Wein, also nicht unbedingt Importsachen irgendwo aus Chile. Bier ist auch vorhanden und die Cola Light habe ich schon getrunken. Hier haben wir einmal ein abgetrenntes WC. Nicht wie man aus Urlaubsregionen kennt, mit Telefon. Ganz ohne Telefon diesmal. Hier haben wir ein schönes Waschbecken mit großem Spiegel. Und dahinter ein Schrank für die Klamotten sowie Bademäntel für die Sauna und Föhn. Nur für sich genug Platz.
Regenduschkopf, das Ganze. Während des Rundgangs habe ich mir natürlich auch noch ein paar andere Zimmer angeschaut, auch ein paar andere Kategorien als das, was mein Zimmer war. Und hier sehen wir einmal ein Deluxe-Zimmer, das hat beispielsweise einen Ausblick in den angrenzenden Park. Das ist für Leute, die es vielleicht etwas ruhiger wollen, wobei die Fenster alle schallisoliert sind. Und wie ich im Bericht schon geschrieben hatte, ich habe bei mir im Zimmer nichts vom Straßenlärm gehört. Und gerade auch nachts fahren auf der Straße kaum Autos lang, sodass das halt keine Belästigung war. Und auch mit offenem Fenster konnte ich perfekt dort schlafen. Also für mich ist es okay, aber diesen Parkausblick, der ist eigentlich ganz schön. Und unten vom Essenssaal, beziehungsweise ja von der Lobby da unten, kann man auch in den Park schauen, was schön ist. Hier sind wir dann einmal in einer der Junior Suiten. Natürlich hat man hier etwas mehr Platz, ein bisschen größeres Bett. Und wir hier sehen noch eine Sitzgelegenheit, also falls da mehrere Leute vorbeikommen sollten oder man halt damit chillen will, ist es halt etwas komfortabler. Zudem haben wir auch im Bad etwas mehr Komfort. Wir haben zum Beispiel zwei Waschbecken und wie wir hier gleich rechts um die Ecke sehen, auch noch eine Badewanne. Kommen wir nun noch zum kleinen Spa-Bereich des Hotels. Hier haben wir eine Dampfsauna, die ja vollkommen ausreichend ist. Ich war einmal drin, war alles in Ordnung. Man hat hier halt nur keinen Ruheraum. Aber wie gesagt, Wellness steht in diesem Hotel auch nicht im Vordergrund. Wir sind in Berlin, da ist man auf der Straße unterwegs und gammelt nicht im Hotelraum. Und hier auch noch ein kleiner Fitnessraum, war ich allerdings nicht drin. Von daher kann ich soweit auch nichts zu sagen, aber es sind, denke ich, genug Geräte da. Und wenn man Lust hat, sich dann noch aktiv zu betätigen, dann reicht das auf jeden Fall aus. Das war es dann auch mit meinem kleinen Rundgang im Cosmo Hotel. Insgesamt hat mir der Aufenthalt sehr gut gefallen. Das Ambiente ist gut, die Atmosphäre stimmt, der Service war gut. Und ja, alles Weitere könnt ihr eigentlich in meinem Blogbeitrag nachlesen. Da gibt es auch noch ein paar Fotos dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal.